Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer. Kisuka hatte mich mal wieder gefragt, kannst nicht mal wieder ein bisschen was von mir filmen? So, ich bin doch viel toller als Junko und Momi. Nein, bist du eigentlich nicht, aber natürlich hat er es auch verdient, mal wieder ein bisschen Screentime zu kommen, oder? Es ist einiges passiert, seit wir das letzte Mal mit Kisuka unterwegs waren. Kisuka hat endlich ein Fragment seiner Erinnerung wieder hergestellt durch einen Kampf gegen Sayo. Warum es gerade da passiert ist, muss wohl Zufall sein, würde ich einfach mal behaupten. Oder Sayo hat irgendwas mit Kisuka zu tun, was ich stark bezweifle. Jedenfalls, Kisuka hat erfahren, dass er wohl in Torahime verliebt gewesen ist, in seiner Zeit vor seinem Blackout. Und dass, Oboro ihn quasi gerettet hat, obwohl Kisuka schon tot war. Als er sich heldenhaft zum Schutze von Torahime in den Weg der Ninjas gestellt hat, die sie töten wollten, oder die das Schwert haben wollten, wo er eigentlich die Mission gedacht war, von wegen das Schwert wieder zurückzubringen, zum Shogun. Und dann hat er sich heldenhaft vor Torahime geworfen, ist dabei gestorben. Was kann es Schöneres geben, als für seine große Liebe zu sterben, für Kisuka nur Tote stapeln. Aber letztendlich ist dann dadurch dazu gekommen, dass Oboro, oder der Geist von Oboro, gedacht hat, hey, Kisuka ist doch der perfekte Kandidat, um meinen Stil weiterzuführen. Den Oboro-Schwertstil, der leider von seinen Clanmitgliedern nicht mehr weitergeführt werden kann. Dadurch, dass Jinkoro, ja, es war Jinkoro, einfach mal den kompletten Clan ausgelöscht hat. Weil er sich dachte, hey, ich will der Einzige mit diesem mega awesome Skill sein. Den soll niemand anders haben. Ja. Übrigens kriegen mich diese Nias gerade schon wieder auf, weil es okay passt. Und wir dachten zuerst, Torahime wurde irgendwie entführt. Sie ist aber entkommen in einen Tempel, der hier wohl in der Nähe sein soll. Und da machen wir uns jetzt auf, unsere geliebte Torahime zu retten. Ja. Torahime scheint sich übrigens immer noch an uns zu erinnern. Und ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht sterbe. Aber ich habe ja den mächtigen Wind. Ja, der Wind ist toll. Übrigens nicht so ganz so toll wie die Windmühle. Das liegt daran. Oh, der Aufstieg. Und jetzt nehme ich die Amasaka. Oh Gott. Nicht ganz so toll wie die Windmühle, weil die Windmühle kann man dann während man sie verwendet, auch noch bewegen. Ja, diese Bomben, die dann aufwarten. Unglaublich. Was ich jetzt zuerst mal gucken werde, ich bin Level 20, ich habe den Boss besiegt und ihr wisst ja, was ansteht, nicht wahr? Schwerter schmieden. Genau. Also, was haben wir denn hier Feines? Wir haben ein Langschwert, was, jetzt überlege ich. Das hier sieht doch tolle Totenschuss oder Dunst 2. Ich kann mich nicht entscheiden. Ist hier links noch was? Nein, schaut nicht so aus. Ich glaube, es sind die einzigen, die wir bauen können. Ja, definitiv. Okay, dann bauen wir doch das hier. Das brauchen wir sowieso, wenn wir hier mal im Baum weiterschalten wollen. Also nehmen wir das. Das Amagiri Muramasa. Was haben wir hier? Ja, das können wir noch nicht bauen. Ich habe noch nicht genug Seelen. Ja, Kisuka, hast du mal wieder nicht genug Tote gestapelt? Das kennen wir ja nicht anders. Dabei ist es doch sein Hobby. Unglaublich. Direkt mal ausrüsten. Ich weiß nicht, ob wir das neue... nein, können wir nicht. Das neue Barrierenschwert ist das. Das können wir noch nicht ausrüsten. Aber wir können das Amagiri Muramasa ausrüsten. Das tauschen wir gegen kurzer Prozess, ja, genau. Das ist genau richtig. Der kurze Prozess ist nicht so mein Fall. Kamaitachi ist toll, Wind ist toll. Und das Kamaitachi werde ich dann gegen das Kokarasumaru austauschen, wenn ich denn soweit bin. Dauert aber noch ein bisschen. Das braucht doch schon einiges. Alles klar, machen wir uns auf den Weg. Ich muss gerade mal nochmal den Totenschuss testen. Der ist bestimmt... Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber er ist bestimmt awesome. So wie vieles, was ich immer sage, dass es toll ist, es aber dann doch nicht ist. Naja, ich sagte bereits... Oh nein. Übrigens möchte ich mich hier nochmal für die großartigen Kommentare... Tut mir leid, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Shiri ist dran, glaube ich, wenn siehst du. Danke für deine netten mythologischen Kommentare, wenn ich mal nicht weiter weiß. Ich bin in der Mythologie, sag ich mal, in der ich nicht so wirklich bewandert. Ich weiß zwar auch ein bisschen was, aber bin nicht der übelste Freak da drin. Also danke für die netten Kommentare. Falls sich jemand dafür interessiert, ist es immer wieder nett, das zu lesen. Alles klar, die machen weg. Da war passt. Ich muss mir übrigens gleich mal Heil-Items besorgen. Durchaus Bärenpillen. Wissen wir ja bereits, ist eine Sache, die einem nach einer Zeit nicht mehr so gut bekommt.
Und Seelen, ja. Ich brauche noch ein paar Seelen, damit ich mir das andere Schwert auch noch spielen kann, was da noch war. Vielleicht kann ich das ja inzwischen schon ausrüsten. So. Den habe ich schon wieder vergessen, obwohl unser netter Kollege, den ich gerade erwähnt habe, das schon in den Comments wieder erwähnt hat. Ah, naja. Ihr könnt es ja nachlesen, ne? Ich bin ja in der Form doch recht inkompetent anscheinend. Okay. Ja, Leute, was habe ich euch hier getan? Könnt ihr nicht weiter eure Fächer hier schwingen und mich in Ruhe lassen? Ich habe wichtige Dinge zu tun. Ich weiß zwar nicht, was Thorahim in dem Tempel wollte. Ob sie wollte Schutz suchen vor entsprechenden... vor der Kavallerie des Shoguns. Soll ich nicht einfach in Ruhe? Nein. Ignoriert keine Gegner. Versucht immer die Herausforderung. Außerdem muss die Sammlung größer werden. Die Sammlung muss immer größer werden. Wir wollen ja schließlich ins Buch der Weltrekorde. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und ich brauche definitiv neues Zeug zum Heilen. Das wird sonst... Ich habe eben mit Momo eben, sag ich, im letzten Part mit Momo Jime schon Probleme gehabt beim Boss, weil ich nicht mehr genug Heilerins hatte. Auch wenn der Boss nicht so wirklich schwer war. Was natürlich auch an Jinkubos Awesomeness liegt, aber... Naja, okay. Damit hätten wir jetzt unsere Sprungpassagen hier. Ja, Kisuke springt wie ein Eichhörnchen durch das Geäst. Wer soll ihm das nachmachen, außer Jinkuro vielleicht? Mann, ich lasse definitiv zu viel Lobeshymnen über Jinkuro ab. Aber natürlich hat er es auch verdient, oder nicht wahr? So, ich sollte das vielleicht ganz... Ah, ich muss aber die Seelen mitnehmen. Ich sollte das Ganze vielleicht mal ein bisschen im Schnelldurchgang machen. Aber, wir wollen ja auch nichts überstürzen. Wir müssen ja auch ab und zu mal ein bisschen so die Szenerie ein bisschen betrachten, so wie jetzt gerade. Ach ja. Übrigens schade, dass man sich im Sitz nicht regeneriert. Das gibt es ja auch in manchen Spielen. Oh nein, was kommt jetzt? Ein Fasan! Oh, kochen, ja, der hat mich jetzt daran erinnert. Vielleicht kann ich ja was Tolles kochen. Moment. Das wäre sehr hilfreich. Natürlich nicht. Wir waren nicht im Rewe einkaufen und können deswegen nichts kochen. Das ist, blöd. War aber auch nichts im Sonderangebot. Ich bin ja ein sehr sparsamer Mensch. Nennt mich knauserig. Theoretisch könnte ich das hier machen, aber ich habe keine Heilerins, deswegen mache ich das nicht. Ich gehe erstmal in die heißen Quellen hier mit diesem netten Äffchen, das mal wieder zufällig hier steht. Und die sitzen immer noch da. Ich war. Oh. Hallo? Also, Yuzura geht aber ganz schön ran, du. Ja, Kisuke, das kennen wir ja, ne? Ja. Okay, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht, Kisuke. Ja. Natürlich hat sie nichts an. Wenn man so praktischen Sichtschutz hat mit ihren Haaren, dann hilft das natürlich. Nun gut, ich entspanne mich da mal hier ein bisschen und guck in die Richtung, weil ich die Felsenformation da hinten so schön finde. Ja, durchaus. Oh, das ist ja sehr interessant. Moment, ich guck mal genauer. Ach komm, lassen wir das. Oh Gott. Ach, es ist einfach... Ja, Kisuke, guck dich nochmal um. Das wirst du soweit nicht mehr sehen. Aber Kisuke ist ja vom Fach, von daher lassen wir das. Okay, welches Level war denn das hier nochmal? 23. Ach nein, das muss nicht sein. Was für ein großartiger Reim. Oh Gott. Verzeiht bitte. Ja, Leute. Fächer sind übrigens immer noch keine geeigneten Waffen gegen ein Schwert. Oder wie war das noch? Die Feder ist immer stärker als das Schwert. Wer diesen Spruch gebracht hat, weiß ich nicht. Stimmt aber nicht. Ja, ich weiß, man muss es anders verstehen, aber das werde ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt einfach einen klugen Spruch bringen. Immer ein bisschen was für... meine... Was wollte ich sagen? Vergiss es. Ach ja, so... Ach, ich habe den Totenschuss noch gar nicht ausprobiert. Moment. Bleib mal kurz stehen. Man kann jetzt mir das nicht in der Luft benutzen. Also. Oh, das ist toll. Das sind Kirschblütenblätter oder sowas. Habt ihr das gesehen? Ansonsten zeige ich es euch gleich nochmal. Ich könnte mich eigentlich direkt schon wieder in die heiße Quelle begeben, so viele Leben, die ich verloren habe. Aber ich gucke einfach mal, ob ich hier noch interessante Objekte habe. Moment. Objekt-Schnelltaste. Wir haben Bambus-Flask. Na gut, immerhin sowas. Und Krötenöl. Ja, das bringt uns leider nichts. Kräuterheilung, Tigerpillen. Tigerpillen, ja, durchaus. Tigerpillen sind immer noch besser als Bärenpillen. Na, ich weiß nicht, was besser ist.
Eigentlich möchte ich dir was Ordentliches. Aber wir müssen es gleich auch schon zum Gasthaus schaffen, denke ich jetzt mal. Also immer weiterlaufen und ich glaube hier. Oh, wieder ein paar von denen. Moment, ich muss gleich mal nochmal den Totenschuss ausprobieren, weil der ist wirklich, glaube ich, gar nicht so. Ja, zumindest lenkt er gut ab. Also macht vielleicht nicht so viel Schaden, aber durchaus gut, um vielleicht die ganze Spieler zu unterbrechen. So, das war doch echt gut. Und da ist auch der Speicherpunkt. Wunderbar. Mal gerade was schauen. Und zwar die Karte. Und zwar, ja, wir müssen nach Mikawa. Und da ist Yuzora mal wieder. Mal sehen, was sie sagt. Was zur Hölle? Weißt du, Kisuke hat gerade sein Fragment an Erinnerung wieder und denkt sofort an Heirat. Unglaublich, also was ist los mit ihm? Man sollte lieber ans Kämpfen denken und nicht an so Zeug. Nun gut, liebe Leute, ich mache hier mal einen Schnitt. Und im nächsten Part werden wir uns ja endlich zur Rettung unserer großartigen Torreime begeben. Was wir sowieso schon die ganze Zeit vorhatten. Von daher, wir sehen uns im nächsten Part.